Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Business Talk, Arzt als Unternehmer. Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben heute eine neue Reihe. Wir beginnen heute mit einer neuen Reihe, einer neuen Serie. Ein kleiner Exkurs sozusagen, und zwar Erfolgsgeschichten Arztpraxis. Und zwar haben wir ja schon einige Runden gedreht mit unterschiedlichen Experten zu dem Thema Niederlassung, Praxisführung, Praxisabgabe und so weiter. Und heute starten wir, wie gesagt, in die neue Serie Erfolgsgeschichten Arztpraxis und freue mich auf der anderen Seite, auch in Dortmund, per Video live zugeschaltet, das Ehepaar Nemeth, also einmal Herr Dr. Igor Nemeth und Frau Dr. Nadja Nemeth-Babili, beide niedergelassen in Dortmund in einer Gemeinschaftspraxis. Und ja, wir kennen uns schon ziemlich lange und deshalb haben wir gedacht, bleiben wir auch beim vertrauten Du. Wir werden hier heute kein anderes Interview machen, als wir das sonst auch miteinander machen würden. Also erstmal hallo ihr beiden, freue mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hallo Olli. Hallo. Wir wollen ja jungen Medizinern auf dem Weg in die Selbstständigkeit, in die Niederlassung so ein bisschen Starthilfe geben. Wir wollen so ein bisschen berichten darüber, vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie euch das Thema Niederlassung untergekommen ist und wie ihr den Weg in die Niederlassung gefunden habt und jetzt ja erfolgreich seit ja fast schon 10 Jahren in der Praxis arbeitet. Igor, ich mache nochmal kurz einen kleinen Abriss. Igor, du bist jetzt seit 9 Jahren niedergelassen in Dortmund, seit fast 9 Jahren niedergelassen. Nadja ist vor... Bitte? Entschuldigung, dass ich unterbreche, genau 10. Ich hatte jetzt im Februar... Mein Gott, 10 Jahre, wunderbar. Ja. Geht so schnell vorbei, die Zeit. Ja. Und Nadja, wir haben gerade nochmal kurz uns besprochen, ist 2015 mit in die Praxis eingestiegen. Also meine Einstiegsfrage ist einfach, warum wolltet ihr damals in die eigene Praxis und wie habt ihr den Weg in die Niederlassung, also in die eigene Praxis, umsetzen können? Ja, ich fange vielleicht mal an, weil ich jetzt einfach der schon länger niedergelassene Kollege bin. Für mich gab es definitiv mehrere Gründe. Ein großer Grund war, dass ich die Atmosphäre ja auch selber kreieren wollte. Und das ist im Krankenhaus definitiv ja nicht möglich. Man ist ja immer abhängig von Oberärzten, Chefärzten, Kollegen. Wobei ich da sehr viel Glück hatte. Ich hatte wirklich, meine letzte Station war ein ganz tolles Team, auch ein ganz toller Chef, der dann aber in Rente gegangen ist. Und ja, das war ein großer Grund für mich, in die Niederlassung zu gehen, um auch unabhängig zu sein und selber die Atmosphäre, die Arbeitsatmosphäre zu bestimmen zu können. Mhm. Vorsichtig ausgedrückt, ja. Okay. Nadja, willst du sofort auch deine Beweggründe nochmal nennen? Also ich wäre jetzt mit Sicherheit noch nicht selbstständig, als Einzelperson, wegen Familie und so weiter. Bei uns das klassische Rollenverhältnis, der Mann macht die Hauptarbeit und ich nur den Haushalt oder zumindest teilig. Also alleine wäre ich mit Sicherheit noch nicht niedergelassen. Okay. Die großen Vorteile für mich, keine Nachtdienste, keine Wochenenddienste. Okay, also höre ich so ein bisschen daraus, das ist ja etwas, was wir sehr, sehr viel und sehr häufig in der Niederlassung erleben, dass das Thema Familie und Beruf, also Einklang von Familie und Beruf für euch wirklich eine große Rolle gespielt hat, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ist das richtig? Kann man das so sagen? Also für mich nicht, weil das Arbeitspensum ist in der Niederlassung auch nicht wenig. Mhm. Es ist einfach anders, das Arbeitspensum. Natürlich habe ich keine Nachtdienste mehr und jedes Wochenende habe ich frei. Wenn ich möchte. Und das ist natürlich schon im Krankenhaus definitiv nicht so gewesen. Mhm. Also auch die Arbeitsbedingungen haben natürlich auch eine Rolle gespielt. Wenn ich mich so rückblickend erinnere an das Krankenhaus, als die Kinder auch klein waren und ich teilweise ja wirklich noch viele Nachtdienste auch im Krankenhaus hatte, habe ich natürlich auch mit der Familie auch teilweise wenig Zeit verbringen können, gerade am Wochenende. Okay, darf ich kurz unterbrechen? Das heißt, ihr habt 2 Kinder? Und wie alt sind die, wenn ich fragen darf, dass wir das mal wissen? Mittlerweile sind die 16 und 19. 16 und 19. Das heißt also, in dieser klassischen Ausbildungsphase von euch beiden, hattet ihr schon Kinder und das Thema Familie war aber für euch von vornherein wichtig, sodass ihr auch in jungen Jahren ja schon tatsächlich Familie gegründet habt und wusstet, ja, wenn wir beide als Ärztin tätig sind, gibt es neben dem Krankenhausweg vielleicht auch irgendwann das Thema Niederlassung? Hat das früh eine Rolle gespielt für euch? Definitiv. Also ich kann mich noch wirklich gut an die Zeiten erinnern im Krankenhaus, wo ich auch, selbst wenn ich dann auch nach einem langen Schichtdienst nach Hause gekommen bin, teilweise ja auch wirklich nur körperlich anwesend war zu Hause. Und das war
natürlich auch Beweggründe, die mich zur Niederlassung dann auch bewegen, ja, oder bewegt haben. Mhm. Unter anderem. Das heißt, du hast vorhin einmal gesagt, dieses Thema Selbstständigkeit, ja, eigener Herr sein, Unabhängigkeit, das hat also für dich immer schon eine große Rolle gespielt. Also dir war klar, wenn ich Arzt werde, wenn ich den Beruf Arzt ausübe, gehe ich auch irgendwann tatsächlich in die eigene Praxis. Ja. Der Beweggrund da, also es gibt ja da immer so und so, also auf der einen Seite Menschen helfen, auf der anderen Seite einer Berufung folgen oder mehr Geld verdienen als im Krankenhaus, war das ein Grund? Also für mich nie. Also Geld hat definitiv nie für mich eine Rolle gespielt, in die Niederlassung zu gehen. Wusste ich teilweise auch gar nicht, was mich da finanziell erwartet. Also ich bin immer so davon ausgegangen, es wird schon okay sein. Also das Geld war jetzt wirklich kein Beweggrund für mich persönlich. Also für mich wirklich, wenn ich so nochmal mich an die Zahl erinnere, definitiv Arbeitsbedingungen. Ja, ich habe ja auch im Krankenhaus ja auch in diesen 8 Jahren erlebt, auch wie sich das Krankenhaus auch verändert hat. Mhm. Durch die Fallpauschalen, bekannt unter dem Begriff DRG. Also viel Arbeit, sehr viel Patienten durchschleusen, großer Zeitdruck. Und das habe ich mir natürlich erwartet, in der Praxis nicht so vorzufinden. Und dann natürlich auch, ja, da wiederhole ich mich jetzt vielleicht nochmal, aber die Atmosphäre selber zu kreieren in der Praxis, nicht abhängig zu sein von irgendwelchen Chefs oder Oberärzten und ja, so der eigene Chef zu sein. Ja, da würde ich gerne noch mal rein. Du hast gesagt, eigene Praxis kreieren. Heißt das, irgendwo einen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen, eine eigene Art und Weise, mit Patienten und Mitarbeitern umzugehen, weil du das vielleicht woanders irgendwo anders wahrgenommen hast, das dir vielleicht nicht so gut gefallen hat? Ist das damit gemeint? Definitiv, Betriebsklima. Ja. Genau, Betriebsklima, genau. War für mich immer ganz, ganz wichtig. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht im Krankenhaus auch positive Erfahrungen gemacht habe mit dem Betriebsklima. Aber ich, wie gesagt, ich wollte es selber kreieren und das war für mich ganz wichtig. Das sage ich auch immer noch auch zu den Mitarbeitern, wir verbringen ja mehr Zeit miteinander als mit der Familie. Mhm. Und für mich war es ganz wichtig, niemals zu erleben, nicht nur für mich selbst, sondern auch für die Mitarbeiter, nicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu fahren. Mhm. Weil ich habe die Erfahrung gemacht in den Krankenhäusern, auch in den verschiedenen Abteilungen, egal was man macht, wie toll das Fach auch ist, wenn die Arbeitsbedingungen schwierig sind oder schlecht sind, macht nichts Spaß. Okay. Und das war auch für mich ganz, ganz, ganz wichtig, in der Praxis dann auch so umzusetzen. Wir haben auch bewusst eine flache Hierarchie. Mhm. In der Praxis jetzt. In der Praxis jetzt, weil auch das ist etwas für mich, was für mich ganz wichtig ist. Natürlich, klar, wer dann halt die letzte Entscheidung treffen muss, aber nicht halt über einen autokratischen oder autoritären Führungsstil. Also das war nie meins. Flache Hierarchie, was würde das jetzt bedeuten? Das heißt, ihr beiden seid Chef oder ihr beiden seid jetzt als Arzt da und habt dann Mitarbeiter. Vielleicht kannst du das kurz beschreiben, wie viele Leute sind in der Praxis, wie ist das organisiert? Genau, also wir beide sind jetzt die Chefs. Wir haben 5 Mitarbeiterinnen und eine Reinigungskraft, die ich auch als Team dazu zähle. Und ja, also wir haben einen respektvollen Umgang miteinander, aber es ist jetzt nicht, obwohl wir uns auch vielleicht jetzt auch siezen, ist die Distanz doch gewahrt. Wie gesagt, ist je nachdem, wie die Bedingungen auch durch die Patienten sind, manchmal auch, wenn es sehr voll ist. Aber insgesamt haben wir auch wirklich, wir lachen viel und wir haben wirklich einen tollen Umgang untereinander auch. Okay, genau. Also das wieder zum Thema Betriebsklima, ne? Nadja, jetzt bist du ja dazugekommen vor knapp 2,5 oder 3 Jahren. Also Igor, du hast eine bestehende Praxis übernommen. Mit auch Mitarbeitern, die dann mit dabei waren. Die Praxis gab es also schon. Nadja, du bist dazugekommen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit genutzt, 2 Sitze bzw. 2 hausärztliche Praxen irgendwann zusammenzuführen mit den jeweiligen Gegebenheiten. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Interessiert ja den Umgang deiner Praxis. Wie hast du das empfunden? Das ist ja nur eine bestehende Praxis gewesen. War das für dich schwierig, in eine bestehende Gemeinschaft reinzukommen? Beziehungsweise auch, wie hast du da deinen Weg entwickelt? Oder ich sag mal, wie war das als zweiter Chef oder zweite Chefin plötzlich?
Ja, also ich hatte jetzt nicht, wer weiß, was für Bauchschmerzen davor, aber natürlich schon gedacht, jetzt kommst du als Fremdkörper dazu, ist ja, man hat ja auch gehört, ist ja nicht so einfach, wenn die Cheffrau mit dabei ist, kann ja auch schwierig sein, wenn wir beide Theater haben, ob man das in der Praxis merkt und Mitarbeiterinnen vielleicht auch mitziehen. Ja, das kommt ja nicht vor, das war ja nur ein Beispiel jetzt. Genau, aber also das ist also wirklich absolut sehr problemfrei abgelaufen. Okay. Und wie arbeitet ihr heute zusammen? Arbeitet ihr beide voll oder wie habt ihr das organisiert? Also ich bin auch vormittags und nachmittags, montags und freitags in der Praxis. Und ich mache die Vormittage. Okay. Sodass ihr also zum Thema Familie und Beruf auch das wieder irgendwie noch in Einklang bringen könnt. Sodass also jemand gegebenenfalls, wenn die Kinder mittags zu Hause sind, dann auch da ist oder man sich kümmern kann. Also ich komme nochmal auf dieses Thema zurück, Familie und Beruf. Das ist ja, Nadja, ich weiß, dass deine Ausbildungszeit bezogen auf die Kinder ja schon sehr, sehr lange gedauert hat. Und das ist etwas, was ich immer sehr, sehr bewundere, gerade wenn Kinder im Spiel sind, unabhängig davon, wer die Kinder jetzt betreut oder wer sich für diesen Weg entschieden hat. Das habt ihr ja letztendlich beide getan, dass ihr das so machen wollt. Aber dann dauert ja plötzlich eine Facharztausbildung eben nicht die klassischen 7 Jahre, ne, sondern die dauert ein bisschen länger. Kannst du vielleicht über diese Zeit noch mal ein bisschen was erzählen? Also ja, bei mir hat es halt 10 Jahre gedauert, sind ja 5 Jahre offiziell. Ich habe begonnen, auch ein bisschen untypisch vielleicht, direkt in der Hausarztpraxis meine Weiterbildungszeit. Man denkt immer so am Anfang, man muss im Krankenhaus anfangen, war aber damals mit Halbtagsstellen noch gar nicht möglich. Also damals war noch ein bisschen mehr, also Ärztemangel, man hat noch nicht sofort eine Stelle bekommen. Und als ich dann arbeiten wollte und Bewerbungen geschrieben habe, und mit der Aussage, dass ich gerne halbtags arbeiten würde, habe ich nur Absagen bekommen. Okay. Dann bin ich halt den Weg gegangen, in einer Hausarztpraxis meine Weiterbildungszeit zu beginnen. Zu dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht so klar, ob ich unbedingt Allgemeinmedizin machen möchte. Da hätte es mich eher gereizt, was Chirurgisches, allein so vom Klima der Chirurgen. Das hat mir schon zugesagt. Was ist da besonders? Muss ich sofort natürlich nachfragen. Was macht die Chirurgen? Chirurgen ist es ein bisschen lockerer. Ne? Also nicht stundenlange Visiten und Diskussionen über einen bestimmten Blutwert oder Laborwerte, sondern raus damit oder nicht. Also so ein bisschen pragmatischer. Und okay. Das liegt mir doch. Da ich jetzt praktischer Arzt geworden bin, so hieß ja der Allgemeinmedizin früher, passt das dann jetzt doch wieder, habe ich gemerkt. Okay. Ja, vielleicht greife ich genau das mal auf. Jetzt seid ihr beide Allgemeinmediziner bzw. hausärztlich tätige Internisten oder du hast gerade noch gesagt, früherer praktischer Arzt. Gab es für euch irgendwann mal ein anderes Berufsfeld in der Medizin? Also du hast die Chirurgie angesprochen, Nadja, gab es vielleicht auf Orthopädie oder eine Spezialisierung innerhalb der internistischen Schwerpunkte? Gab es da irgendetwas oder warum seid ihr letztendlich Hausärzte geworden? Also bei mir ist es so gewesen, ich habe auch noch im Studium gesagt, Gyn wäre vielleicht noch was für mich. Mhm. Und jetzt das zum Tragen, was Igor vorhin sagte. Ja, also ich habe da mein PJ in einer Gynäkologie gemacht. Da war das Klima total fürchterlich. Wurde gar nicht gelacht. Mhm. Alle waren total verbissen. Ein Stutengebeiße untereinander, sondergleichen. Und nach den 3 Monaten war mir klar, ich und Gynäkologie auf keinen Fall. Was gar nicht vielleicht an dem Fach lag, sondern an der Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay. Ja, und dann wäre eben was Chirurgisches, da habe ich dann im PJ aber auch gemerkt, ach du meine Güte, das ist ein hartes Brot mit den ganzen Diensten und auch körperlich ist es hart, wenn man dann im OP steht und eventuell, das habe ich gar nicht erlebt, weil ich in der Bauchchirurgie war, zum Beispiel in der Unfallchirurgie so ein ganzes Bein ein OP lang halten, also das ist auch körperlich wirklich anstrengend. Ich weiß nicht, ob man das wirklich bis zur Rente durchziehen kann im Krankenhaus. Ja, okay. Und Igor, gab es für dich eine Alternative zum Thema Hausarzt? Also ich habe mir viele verschiedene Fachrichtungen auch angeguckt. Ich habe zum Beispiel auch mein praktisches Jahr, also mein Tertial damals in der Neurologie gemacht. Und obwohl vielleicht jetzt das Fach sehr interessant ist, habe ich jetzt nicht damit überlegt, Neurologie wirklich zu machen. Aber der Chef, der war einfach wirklich toll, also Professor Schwarz hier in Dortmund. Und fast hätte ich das gemacht wegen ihm. Mhm.
also für mich gab es halt mehrere Möglichkeiten, die mir dann damals auch durch den Kopf gegangen sind. Dann vom Fach Kardiologie, wollte dann erst Kardiologe dann werden, dann wiederum die Arbeitsbedingungen in der Kardiologie waren für mich nicht erstrebenswert. Wenn man dann wirklich in der Kardiologie Karriere machen möchte und irgendwann mal wirklich dann auch Oberarzt werden möchte, das habe ich dann beobachtet, ist einfach halt mit so einem Pensum verbunden, was einfach nicht mit Familie in Einklang zu bringen ist. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, schon zwei kleine Kinder. Das war dann auch für mich nicht erstrebenswert. Und ich habe mich immer wieder dabei auch ertappt, dass ich, was Nadja auch gesagt hat, also vom Klima her fand ich auch immer die Chirurgen, Orthopäden immer am coolsten, weil die einfach, sage ich mal, lockereren Umgang miteinander haben. Ja. Die Internisten waren mir dann oft ein bisschen zu dröge. Auch diese Visiten, stundenlanges Diskutieren über irgendeinen Blutwert, Nadja hat es angesprochen, Kalium zum Beispiel unter den Fachleuten, das ist für mich immer, da bin ich auch Pragmatiker. Und ich habe so da auch gemerkt, ich bin von allem etwas. Und deshalb kann ich mich mit der Allgemeinmedizin super identifizieren. Und ein Schlüsselerlebnis, wenn es jetzt nicht zu lang ist, kann ich kurz... Sehr gerne. Kardiologie ist zum Beispiel mir mal bewusst geworden, ein spannendes Fach, aber ich habe mal für einen Mitschüler von mir und auch Nachbarn, der eine Formulatur bei mir gemacht hat, der wollte das unbedingt bei mir auf der Station machen. Ich war Stationsarzt zu der Zeit in der Kardiologie in Lünen. Und dem habe ich dann einfach mal ein paar Krankheitsbilder aufschreiben wollen, damit er das besser verstehen kann, was wir da tun. Und ich bin damals auf nicht mehr als 9 oder 10 Krankheitsbilder gekommen. Und ja, da habe ich mich auch selber ertappt, wie schnell man auch wirklich zum Fachidioten mutiert. Und das war auch mit ein Grund, warum ich das nicht so erstrebenswert fand. Ich für mich persönlich. Okay. Ja, also wirklich, deshalb ist man ja auch Arzt geworden. Ich wollte halt der breiten Masse halt helfen. Und da wiederum auch deine Frage, definitiv für mich ist dieser Beruf eine Berufung, ja, kein Beruf. Umso schöner zu hören, dass genau das ist, was ihr heute macht, was ihr durchführen könnt, was ihr täglich in der Praxis auch umsetzen könnt. Ich höre aber wirklich immer wieder raus, und das finde ich sehr, sehr schön, dass ihr sagt, dass A, das Klima und das B, auch die Nähe zu den Patienten, so habe ich es jetzt verstanden, also diese ein gewisses empathisches Verhältnis zu den Patienten zu haben und das auch aufbauen zu können und eben nicht nur die fachliche Seite mit zu bedienen, ja für euch eine große Rolle spielt. Also vielleicht dann auch wieder, vielleicht macht das den Erfolg aus. Ich meine, ihr habt eine sehr, sehr, sehr gut gehende, sehr große hausärztliche Praxis. Ich weiß, dass das auch oft an eure körperlichen Grenzen geht, weil eben zu viele Patienten da sind. Aber das zeigt ja, dass vielleicht der Umgang mit, den ihr mit euren Patienten pflegt, auch wirklich genau das ist, was der Patient auch braucht. Denn wir wissen ja alle, dass das Thema Zeit sich nehmen für den Patienten sicherlich gerade in der hausärztlichen Medizin nicht immer einfach ist. Ne? Also wenn ihr ja, sag nochmal, Leute, habe ich akustisch nicht. Also sich Zeit zu nehmen wäre schön, würden wir auch häufig gerne machen. Also wenn es hier wackelt, das ist unser Hund. wäre schön, aber manchmal sind die Bedingungen eben so, jetzt gerade eben aktuell die Grippewelle, da hat man wirklich eine ganz, ganz enge Taktung und da ist es Zeit und persönlichen Wort. Da ist dann wirklich durchschleusen und fertig werden. Ne? Ja. Und alle bedienen, die im Wartezimmer sitzen. Aber, ja, klar, sehr gerne. Ich wollte ganz kurz dazu sagen, das Besondere an der Hausarztpraxis, das sind ja die Dinge, die wusste ich ja vorher auch alle nicht, man lernt die Leute wirklich über einen Längsschnitt kennen, ne? Also über einen langen Zeitraum. Ne? Im Krankenhaus kennt man die Leute nicht, man kann sich mit einem Patienten erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht bei der Erstuntersuchung auch unterhalten, um herauszufinden, warum kommen sie. Ja. Die Patienten, die wir haben, die betreuen wir, also ich kann das jetzt sagen, seit 10 Jahren. Man kennt die Kinder der Patienten, man kennt teilweise die Enkelkinder schon der Patienten. Das ist wirklich Wahnsinn, was man dann wirklich auch für Informationen drumherum bekommt. Und das ist auch wiederum das Schöne, weil einfach der Mensch mehr im Fokus steht und nicht das Krankheitsbild. Das ist der große Unterschied zum Krankenhaus auch. Mhm. Was natürlich dann auch wiederum ein Nachteil ist. Aber das ist wirklich das Besondere. Erlebt ihr denn jetzt die Gemeinschaftspraxis anders als, Igor, du früher die Einzelpraxis? Also erlebt ihr das bei dem Thema Entlastung, flexiblere Arbeitszeiten, Aufteilung von Patienten oder ist es einfach nur mehr geworden? Also ich empfinde es als definitiv als Erleichterung. Ich bin vom Typ her, das ist das, was mich auch so am Krankenhaus auch früher doch eher gereizt hat. Ich bin ein Teamplayer und im Krankenhaus ist es natürlich schön, weil man hat viele Abteilungen, man tauscht sich untereinander aus.
Das ist natürlich in der Hausarztpraxis ein bisschen anders. Man hat natürlich seine Mitarbeiter, man ist aber teilweise ja mehr, man delegiert mehr, als dass man wirklich dann Hand in Hand arbeitet, wie vielleicht in der Klinik, speziell in der Ambulanz, bei Notfällen etc. Durch Nadja ist es wieder mehr ein Team geworden und wir tauschen uns untereinander auch viel aus und das macht es wiederum halt auch ein bisschen einfacher, dass man eben nicht immer nur alleine irgendeine Entscheidung treffen muss. Ne? Mhm. Das sind ja auch oft nicht medizinische Entscheidungen, die wir treffen müssen, ethisch-moralische Fragestellungen und das ist wirklich super, dass wir uns da austauschen können. Wobei, wir sind da auch nicht blauäugig und naiv gewesen, wir wussten auch, dass das ja vielleicht auch nicht immer nur Vorteile hat. Ehepaar in der Praxis, zu Hause. Mhm. Aber bis jetzt, toi, 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 es funktioniert gut und wir sehen uns jetzt auch nicht ständig. Also, okay, ich frage euch dann nochmal jeder einzeln alleine zu dem Thema. Das können wir dann an anderer Stelle nochmal machen. Also höre ich schon raus, dass das Thema Gemeinschaft für euch einen Mehrwert hat, ein Gewinn gewesen ist oder geworden ist, sagen wir mal so. Ja? Okay. Also für mich definitiv ja. Ist das denn die Zukunft? Ist das die Zukunft, die Gemeinschaft oder ist es eher die Einzelpraxis aus eurer Sicht? Ich hätte bei einer größeren Gemeinschaft ja die Sorge, dass die Atmosphäre wieder kippen könnte. Mhm. Ja, also je nachdem, wen man da halt mit reinholt. Das wäre so meine Sorge, die ich dabei hätte. Bei Nadja wusste ich ja, was für ein Mensch auch in die Praxis reinkommt. Mhm. Nicht nur was für ein Arzt, sondern einfach welcher Mensch da reinkommt und ja, dass das einfach ein teamfähiger Mensch ist. Das könnte ich jetzt nicht zum Beispiel bei jedem sagen. Also wenn sich jetzt bei uns jemand bewerben würde, weil er mit in die Praxis einsteigen möchte, da hätte ich dann doch Bedenken, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Muss man wahrscheinlich dann auch individuell sehen. Ne? Da ist jeder für sich in der Entscheidungsfindung gefragt, zu sagen, ja, ich möchte gerne in die Gemeinschaft oder noch eine größere Gemeinschaft. Da kommen wir vielleicht so ein bisschen mal zur Überleitung. Wir möchten ja hier auch den Arzt oder den jungen Arzt oder auch die bestehende Praxis noch mehr zum Unternehmersein entwickeln und ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Jetzt haben wir sehr viel über diese persönliche Seite gesprochen. Wie ist es denn mal mit der, wir nehmen jetzt mal die wirtschaftliche Seite. Also ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber habt ihr euch gut vorbereitet gefühlt auf das Thema Niederlassung? Habt ihr vorher viel gewusst? Wie seid ihr es angegangen? Tja, also wenn ich ehrlich bin, hatte ich doch eigentlich das Selbstbewusstsein, dass ich wusste, ich werde gute Arbeit leisten, es wird schon okay sein. Mhm. Ich wusste jetzt konkret, was mich erwartet. Natürlich habe ich mit Hilfe von Leuten, die sich damit auskennen, Zahlen studieren können und mir die auch erklären lassen können. Schließlich habe ich wirklich eine tolle Praxis ja auch übernehmen dürfen vor 10 Jahren. Aber natürlich gab es auch Ängste, ob das so weiterläuft. Aber im Großen und Ganzen war ich überzeugt davon, dass das wirtschaftlich reicht. Also, aber dass ich jetzt konkret sage, ich wusste, das und das wird mir dann halt am Ende des Monats im Portemonnaie übrig bleiben, das wusste ich wirklich nicht. Jetzt hast du gesagt, du hast dir helfen lassen, ich weiß ja auch von wem, aber wir haben das zusammen begleitet oder wir haben die Niederlassung gemeinsam gemacht seinerzeit. Was mich aber interessiert, so aus der, wenn du hast gesagt, ja, ich habe für mich gewusst, ich kann das, ich kann Medizin, ich kann mit Menschen umgehen. Und dann spielt letztendlich dieser wirtschaftliche Teil eine untergeordnete Rolle. Ja. Das, glaube ich, ist erstmal eine grundsätzlich unternehmerische Einstellung. Ich glaube, wenn man etwas wirklich will und auch für sich die Entscheidung trifft, ich kann das, dann gibt es ja Möglichkeiten, sich helfen zu lassen, nämlich von Menschen, die sich vielleicht mit anderen Themen ganz gut auskennen, um dann diesen Weg zu bestreiten. Hättest du denn den Weg auch ohne fremde Hilfe, wärst du denn auch ohne fremde Hilfe gegangen oder hättest du gesagt, nein, dann mache ich das nicht? Und ich wäre den Weg trotzdem gegangen. Wahrscheinlich hätte ich dann aber mehr mich mit dieser wirtschaftlichen Seite auseinandersetzen müssen. Mhm. So hatte ich natürlich das Glück, dass mir halt geholfen wurde. Und genauso wie ich was von Medizin verstehe, war ich überzeugt davon, ne, dass derjenige, also nicht von du, ja, dass du auch weißt, ne, also die Zahlen auch interpretieren konntest. Also ich hatte keine Angst. Mhm. Die Ängste waren wahrscheinlich irgendwo im Unterbewusstsein. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber nein, ich hatte keine Sorgen. Ich, mhm. ich,
Wir haben eine besondere Situation jetzt in den sogenannten gesperrten Gebieten, also Übernahme nur dann möglich, wenn tatsächlich ein anderer Abgeber die Praxis aufgibt, beziehungsweise ein anderer Arzt die Praxis aufgibt. Trotzdem ist es natürlich ein neuer Arzt, eine neue Situation, die Patienten müssen dich annehmen. Da können wir betriebswirtschaftlich viel planen, aber letztendlich habt ihr ja gut gezeigt, dass das funktioniert. Noch Nadja, als du vor 3 Jahren dann dazugekommen bist, ist das Ganze ja erweitert worden in ähnlicher Art und Weise, sodass ihr jetzt beide ja wirklich erfolgreich und toll in der Praxis arbeitet. Was würdet ihr denn jemandem mit auf den Weg geben, der sich heute niederlassen will, der sagt, ja, ich habe das vor, ich habe heute oder gestern eine Statistik gelesen, die wollte ich mal kurz vorlesen. Also hier steht zum Beispiel, ein Drittel der Hausärzte bundesweit ist über 60, 2600 Praxen sind unterbesetzt. Bis 2030 fehlen nach Schätzung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung über 10.000 Hausärzte. Das sind ja irgendwie alarmierende Zahlen. Also wenn man hört, da fehlen ganz viele Ärzte, gerade vielleicht in ländlichen Gebieten, dann könnte man doch eigentlich sagen, das sind goldene Zeiten für die Niederlassung, also für jemanden, der tatsächlich in die Praxis möchte. Warum meint ihr, das funktioniert nicht, die Hausärzte oder die Praxen sind unterbesetzt, und welchen Tipp würdet ihr vielleicht jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, soll ich das machen oder soll ich das lieber sein lassen, soll ich lieber im Krankenhaus bleiben? Also für mich, also ich kann es mir nicht vorstellen, halt ein Leben lang im Krankenhaus zu arbeiten. Speziell auch, wenn ich jetzt so sehe, wie auch Krankenhäuser momentan strukturiert sind. Also für mich gibt es definitiv keine Alternative zur Niederlassung. Und ich würde auch jedem jungen Kollegen, der sich das vorstellen kann, auch wirklich Mut machen, diesen Schritt zu gehen. Also ich glaube, dass es für die Niederlassung gute Zeiten sind. Mhm. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Es kommt ja immer darauf an, was die Leute auch für Ansprüche haben, auch an die Niederlassung. Jetzt rein wirtschaftlich kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Wenn einer natürlich irgendwelche exorbitanten Vorstellungen auch wirtschaftlich hat, dann weiß ich nicht, ob ich ihm das jetzt empfehlen würde. Mhm. Dann muss er vielleicht was anderes machen. Aber dann ist er auch vielleicht auch falsch in dem Beruf des Arztes, meiner Meinung nach. Oder speziell Hausarztmedizin. Vielleicht muss er dann wirklich irgendeine Fachrichtung dann machen, die dann einfach wirtschaftlich attraktiver ist. Aber speziell für einen jungen Kollegen, der Hausarztmedizin machen möchte, ich sehe da keine Gefahren. Ich sehe nur Gefahren darin, dass wir wirklich vielleicht vor dem Dilemma stehen, dass wir mehr Patienten versorgen müssen in Zukunft. Also ich kann ja für unseren Bezirk sprechen, Aplerbeck, speziell Sölde, wo wir niedergelassen sind. Wenn einer von uns drei Kollegen dann bald in Rente geht oder gehen würde, also die Patienten können wir nicht mitversorgen. Mhm. Das sind so vielleicht so die Dinge, wo ich wirklich vorsichtig wäre, ne, dass man das mit berücksichtigt. Mhm. Aber das würde ja gerade aus der wirtschaftlichen Brille gesehen bedeuten, ich muss mir von daher gar keine Sorgen machen. Wenn, ist es ja eben nur ein Arbeitszeit- oder ein arbeitstechnisches Problem zu sagen, die vorhandenen Ärzte können das Patientenpotenzial, das Patientengut oder den Patienten, den Menschen dahinter nicht mehr behandeln, weil einfach die Anzahl pro Arzt an Patienten zu hoch ist. Also wirtschaftlich gesehen würde das ja auf jeden Fall für das Thema sprechen. Was meint ihr denn, warum ist so viel Angst da? Ist es die Aufnahme von Krediten gegebenenfalls? Ist es die fehlende betriebswirtschaftliche Seite? Ist es vielleicht auch, und das ist ja gar nicht verwerflich, dass jemand sagt, ich möchte keine Verantwortung übernehmen. Auch das wäre ja ein Grund, ne? Zu sagen, nee, ich möchte im Krankenhaus arbeiten und ich gehe um 5 nach Hause. Aber das ist ja auch nicht so. Auch da sind, es gibt diese habe ich schöne Headline gesehen, Überstunden oder Sprechstunden, ja, oder versus Sprechstunden, ja, die beiden Alternativen habe ich ja nur. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das Angst ist, sich nicht niederzulassen. Vielleicht ist auch einfach zu wenig Nachwuchs da, Studienplätze werden immer mehr gekürzt. Mhm. Das kann ja ein Grund sein, dass man nicht aufs Land möchte, kann ja noch ein ganz anderer Grund sein. Man studiert ja meistens in der Großstadt. Mhm. Möchte man dann aufs Land zurück oder ist man jetzt Großstadtpflanze geworden? Ob das jetzt wirklich Ängste sind, also finanzielle Nöte sind, warum man sich nicht, oder Ängste, warum man sich nicht niederlässt, das müsste man vielleicht mal hinterfragen. Ob das der Grund ist, warum keine Nachfolger gefunden werden. Vielleicht auch, dass die älteren Kollegen, die ja den Verkauf der Praxis früher für ihre Rente mit einberechnet haben,
Das war ja wohl früher so, ne? Dass man dann für die Rente dann diesen schönen Batzen, den man für seine Praxis kriegt, mit auf dem Schirm hatte. Und die Preise sind da eben wohl doch gesunken, dass die vielleicht zu hohe Preise verlangen. Mhm. Also das kann ja auch ein Grund sein. Das weiß ich. Ganz unterschiedliche Gründe, die dafür sprechen können, auch aus eurer Sicht. Ja, wir haben schon eine gute halbe Stunde, sprechen wir schon. Die Zeit geht immer unglaublich schnell vorbei. Ich habe zum Schluss, würde gerne noch länger mit euch sprechen, aber wir haben ja gesagt, wir wollen das alles auf eine halbe Stunde irgendwie begrenzen. Ich habe zum Schluss noch drei kurze Fragen an euch. Könnt ihr auch kurz darauf antworten, muss nicht lang sein und vielleicht nur auf den Punkt bringen. Also es geht einmal darum, wohin geht die Medizin in der Zukunft? Also wohin entwickeln sich die Praxen in 10 Jahren? Gibt es überhaupt noch Praxen? Ja. Praxen definitiv ja. Ja, sehe ich genauso. Ob wirklich noch so die Einzelpraxen existieren werden, wie wir sie jetzt noch momentan haben, das sehe ich aufgrund dieser Zahlen, die du auch genannt hast, eher nicht. Okay. Was würdet ihr heute spontan anders machen als vor 10 Jahren? Also bezogen auf die Praxis. Nee, wüsste ich wirklich nicht. Schön, dann habt ihr bis jetzt alles richtig gemacht. Ja, das haben wir gerade schon mal gesagt, aber vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht. Welchen Tipp gibt man jungen Kollegen? Lohnt sich der Weg in die Praxis? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Aus meiner Sicht auch. Und wirtschaftlich auch, ja. Das ist okay. Okay. Und dann die letzte Frage, da könnt ihr ruhig ein bisschen ausschweifen. An welchem Ort der Welt würdet ihr gerne als Arzt arbeiten oder als Ärzte arbeiten? Ich bin schon mit Deutschland zufrieden. was ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen würde, ich habe immer so das Gefühl, dass wir so ein bisschen sehr verwöhnt sind, also was jetzt die Patienten angeht. Und dadurch auch natürlich ja, Beschwerden entstehen. Befindlichkeitsstörungen werden behandelt. Okay. Auf den Punkt gebracht, genau. Ein bisschen Demut. Also wenn ich überlege, also wir haben ein tolles Gesundheitssystem und ja, auch dieses hochgepushte Thema Zweiklassengesellschaft oder Zweiklassenmedizin. Medizin. So extrem sehe ich das überhaupt nicht. Keine Frage, dass es da Ungerechtigkeiten gibt, die auch beseitigt werden müssen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man wirklich mal in sich hineinhorcht und krank ist, wüsste ich kein besseres Land, wo man sich behandeln lassen könnte als Deutschland. Okay. Ja, sehr schöner Abschluss, ihr beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Für alle, die sich das später anhören, es ist übrigens ein Sonntagnachmittag, also der Tag, an dem man normalerweise nicht arbeiten sollte, aber trotzdem haben die beiden sich zur Verfügung gestellt. Ganz herzlichen Dank nochmal an euch. Wir werden einfach mal eure Daten, also die Homepage der Praxis mal in die Shownotes, also unten in die Verlinkung mit reinbringen, sodass man sich gerne auch mal über euch informieren kann, wenn man das möchte. Ich weiß, ihr seid ja auch Ausbildungspraxis. Vielleicht könnt ihr da nochmal 2 Sätze zu sagen. Der, ich glaube, Uni Bochum, ist das richtig? Genau, genau. Also wir sind schon seit einigen Jahren auch Lehrpraxis der Ruhr Uni Bochum und haben immer wieder Studenten bei uns und ja, also es ist ein Geben und Nehmen. Zum einen geben wir natürlich unsere medizinische Erfahrung weiter und auch die Möglichkeit, mal reinzuschnuppern in die Hausarztmedizin. Auf der anderen Seite kriegen wir auch ganz viel von den Studenten mit, was uns auch frisch hält. Geistig und ich kann da definitiv sagen, dass ich immer wieder überrascht bin, wie positiv die Studenten auch wirklich diese Hausarztmedizin dann auch annehmen, weil sie immer an der Uni, und das ging uns damals nicht anders, früher an der Uni, Allgemeinmedizin ist absolut unterrepräsentiert gewesen und wurde uns auch verkauft, so nach dem Motto, das machen die am Ende nichts können. So. oder nicht wissen, was sie machen sollen. Also es wurde wirklich belächelt, das muss man wirklich so sagen. Und viele Professoren belächeln auch die Allgemeinmedizin. Und da bin ich immer wieder überrascht, wie positiv das aufgenommen wird von den Studenten. Und viele, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, sagen nach dem Studium, ich kann mir vorstellen, auch Hausarzt zu werden. Und das spricht letztendlich dann doch auch für diese Art der Medizin.
Absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass wenn wir die Hausärzte nicht hätten, wir ein ganz anderes Problem hätten in Deutschland. Also oder überhaupt, ne, wenn gerade dieser Teil der Medizin fehlen würde. Aber auch sehr, sehr schön zu hören. Auch das nehmen wir gerne mit. Und dass du gesagt hast, dass man auch viel von jungen Ärzten, Kollegen lernen kann, die frisch, die Frische mit reinbringen, die nochmal vielleicht die Sicht auf die Dinge so ein bisschen verändern. Schön, dass du sagst, dass das ein gegenseitiger Austausch ist, geben und nehmen ist. Und das von jemand, der seit über 10 Jahren erfolgreich in der Praxis ist, von einem Ehepaar, das gemeinsam gut und erfolgreich mit 2 Kindern, einem Hund und ganz viel Patienten eine tolle Hausarztpraxis führt. Vielen, vielen Dank euch beiden für dieses Interview. Sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, aber das tun wir sowieso. Für die Zuhörer und Zuschauer, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und Zuhören. Und wie immer, bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss euch beiden.